So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Prison Architect Staffel 2 der Tausender Knast. Heute wollen wir ja mal diesen Bereich hier angehen. Ich habe schon ein bisschen was geplant jetzt. Oh, hat ja lange für mich gedauert. Ich habe jetzt einen Screenshot hier auf dem anderen Bildschirm offen. Da muss ich mal dann abpausen, weil das hat doch ein wenig gedauert alles. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles auf Anhieb hinkriege. Das wird jetzt sehr lange Plan sein. Das heißt, wer keinen Bock auf Plan hat, ich glaube. So, dann habe ich erstmal die Grundmauern sozusagen. Das ist erstmal der Anfang. Ups, habe ich zu klein geplant. Lol. Uno momento, por favor. So, jetzt passt das. Und zwar habe ich hier jeweils 5 freigelassen, weil da kommen natürlich auch die Bewährungsräume und die meisten Räume müssen ja 5x5 haben, ne? Wie Mitarbeiterkantine zum Beispiel, oder Mitarbeiterraum beziehungsweise, den mache ich auch hier hin gleich. Das wird mein Mitarbeiterraum zum Beispiel. Ja, hier ist ein Eingang und hier ein Durchgang. Und wir machen gleich daneben dran den Hundezwinger. Das heißt also, dass die Mitarbeiter durch können. Und auf der anderen Seite werden wir das genauso handhaben, weil das einfach so ist. Ne? Damit die halt wirklich schnell zum Essen kommen, wenn sie Pause haben und zum halt Ausruhen und was sie sonst noch alles machen. Damit sie das schnell erledigen können. Und genauso mit den Hunden, dass die Hunde sich, weil die natürlich auch hier hinten rausgehen und hier halt diesen Weg ablaufen müssen, theoretisch später, einfach das machen können. So, genau. Nebendran kommen dann gleich die Waffenkammer. Ne, dass die Leute da reinkommen können und ja. So, ich habe die auch extra nebeneinander gesetzt, damit die Typen auch wieder schnell zur Pause kommen. Versteht ihr, was ich meine? Weil die sind ja meistens hier drin und gehen dann auf Patrouille, aber sind auch meistens schon hier abgefuckt. Und so können sie halt hier schnell rüber und können dann schon Pause machen. Genauso wie mit den Waffenboys. Ne, da kriegen auch einen Durchgang hier hin. Dass die halt auch ihre Pause machen können, so schnell wie möglich. Dann. Hier habe ich den Besucherraum, ne? Hier kommen ja die ganzen Bütchen hin, das habe ich abgezählt, 16 Stück, das heißt 8 Stück passen hin, 8 Bütchen. So, und dann machen wir erstmal einen Durchgang, damit wir einen haben überhaupt. So, so da habe ich mir überall schon ein bisschen Gedanken gemacht. Dann kommen hier, so, die Krankenstation hin, hier jeweils 6 Betten auf der Seite, pro Seite, dann machen wir auch 2 Durchgänge hin. So, hier der Besucherraum ist natürlich hier so mittig ungefähr, ne? Dann haben wir hier einen Durchgang, hier eine Krankenstation. Da kommen dann jeweils 6 Betten auf jeder Seite, das heißt 12 Betten. Ich glaube, das sollte reichen für die, in den kompletten Knast. Das wird ja ein großer Knast. Wahrscheinlich baue ich hier dann den Teil um, zu normal, also zur niedrigen Sicherheit. Und werde hier drüben die normale Sicherheit rein verfrachten. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich schaue mal. So. Oh lol, ich habe die Abmessung vergessen. So, was ich auch noch vorhabe, was ich mir überlegt hatte, ist, ich mache eine Ausbildungswerkstatt sozusagen, wo alle drauf Zugriff haben, die halt Zugriff haben sollten. Das heißt also niedrige Sicherheit und normale Sicherheit, die hoffentlich jetzt bald dann so eingeteilt sind. Weil das Problem ist ja, der Typ kann ja nur, also der Vorarbeiter, hier Personalvorarbeiter, ich kann ja nur einen Vorarbeiter haben, hier bereits Maximum erreicht, ich kann keinen mehr. Und der muss die ja anleiten. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache hier eine große Werkstatt mit 20 Arbeitern halt und die werden dort ausgebildet. Also nur dort gibt es die Kurse und die sind für alle zugänglich. Und das mache ich dann einfach so, indem ich hier halt Türen setze. Und hier irgendwo nochmal einen Durchgang mache, beziehungsweise vielleicht brauche ich ja gar keinen, wenn das die niedrige Sicherheit ist, können die auch alle hier rausgehen. Das sollte passen.
Dann ist natürlich die Gefahr, dass sie abhauen irgendwie. Weiß nicht, rauslaufen werden die nicht. Vielleicht stelle ich noch ein paar Sniper-Türme auf hier jeweils an den Ecken. Weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall die Idee, dass die dann dort halt alles lernen. Die haben dann zwar noch hier ihre Werkstätten, aber das Holz, also die Kurse werden nur in dieser einen Werkstatt angeboten. Versteht ihr, was ich meine? Und dann können die dort immer dort angelernt werden. Natürlich können die dann auch dort arbeiten. Halt gemischt theoretisch. Ich muss natürlich auch viele Wachen aufstellen. Oder mal schauen, wie viele Wachen ich aufstelle. Ich weiß jetzt aber die Abmessung nicht. Sollte aber passen. Mache ich einfach später. So, nur damit ihr einen Eindruck schon mal habt. Dann fangen wir an, den wichtigen Kram zu planen. Nee, natürlich nicht. Dann wird es noch hier so ein paar Bewährungsräume geben. So, und dann noch einen kleineren von diesen, von der Waffenkammer. Das ist so eine kleinere Waffenkammer, ne? Sollte auf jeden Fall passen. Und die Bewährungsräume kriegen natürlich auch von beiden Seiten Durchgänge. Damit die anderen Leute da auch schnell reinkommen, die Bewährungsanhörer. So. Dann wäre das auch erledigt. Dann hätten wir das ganze Zeug. Hier natürlich nochmal einen Durchgang. Ich gucke, dass ich so ein paar Durchgänge hinkriege. So, dann das nächste Ding ist natürlich die Zellen. Ja, ich lasse wieder wie immer Zweiergänge. Das heißt also, hier kommt erstmal so ein 9er Gang, also 9 und dann einfach nach oben. Beziehungsweise kann ich es ja gleich so machen. Und zwar, wartet kurz. Habe ich abgezählt. 27. Zwei freilassen und nochmal 27. Ja, dass die da einen Durchgang haben. Das lasse ich jetzt mal so. Ja, ich weiß ja theoretisch, wie es geplant ist. Ich kann ja, warte mal, ich kann ja hier was oben und unten die ziehen. Das geht doch auf. Das habe ich also auch alles getestet. Das geht alles auf. Ich kriege da alle Zellen rein. Das ist alles in Ordnung. Ja, hier sind wir Zweiergänge, überall Zweiergänge. Damit genug Platz ist zum Laufen. Da kommen dann alles hier nur einfache Zellen rein. Jetzt, ich habe die Abmessung auch wieder vergessen. Das ist nicht schön, was ich hier mache. Das ist gar nicht schön. So, hier oben habe ich jetzt ein Problem. Und zwar geht das alles nicht ganz auf. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ist das hier... Alter Schwede, ich muss echt die Abmessung angucken. So, warte mal, ich habe das hier übernommen. 25, glaube ich, habe da noch mal eins mehr genommen. Das heißt, 25, beziehungsweise hier die Küche gleich mit. 37. Ich glaube, ich habe nicht 37 genommen, ich habe eins nochmal mehr, wie gesagt, genommen. Das heißt also hier 37. Ist es 37, da habe ich mehr genommen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es kann durchaus sein, dass ich 37 genommen habe. So, das Ganze geht auf jeden Fall nicht komplett auf. Deswegen kommt hier ein Dreiergang hin, leider. Geht halt nicht anders. Und dann kommen hier oben natürlich auch nochmal Zellen hin. Und das Ganze geht dann einfach weiter. Na, immer zwei freilassen, dann hier 9, dann zwei freilassen, dann nochmal 9 und so weiter und so fort. Hätten wir die 3, dann muss ich hier eine Wand ziehen, weil hier ist dann das Ende. Hier ist der Ende. Genau.
Genau. Warte, was ich kurz gucken kann, ob es an der Länge passt, kann ich kurz gucken, ob die Zellen reinpassen. Ja, weil wenn die Zellen hier reinpassen, dann habe ich es eins, habe ich so gelassen, wenn nicht, dann habe ich es eins größer gemacht. Weil das ist sonst verschwendeter Raum, sonst hätte ich halt einfach oben einen Dreiergang, ja, so wie es halt jetzt ist. Die Zellen passen nicht, das heißt, ich muss alles einmal nach oben verschieben. Alles hier hin. Also ich habe alles eins größer gemacht, weil sonst hätte ich einfach hier oben einen Dreiergang oder einen Einzergang. Aber einen Einzergang finde ich dann wieder zu blöd. Und deswegen verschieben wir das einfach, machen einfach einen größeren Hof, beziehungsweise einen größeren Essbereich, ne, eine größere Kantine. Das passt auf jeden Fall. So, das ist erstmal das ganze Grundgerüst, was ich habe. So, dann kommt hier, wie gesagt, das ist alles zusammen. Ne, das ist alles Hof bzw. Kantine. Würde ich fragen, was ist das denn für eine riesen Kantine und für einen riesen Hof? Ja, 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 und hier und da. Bla, 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 bla. Ja, das hat alles seinen Sinn. Keine Angst. So. Bin ich jetzt total bekloppt? Habe ich jetzt doch falsch geplant? Eigentlich ist das zu groß. Alter Schwede, hat sich in meiner Planung ein Fehler eingeschlichen. Das kann natürlich auch sein. Also ich will ja hier den normalen Trakt machen. Die kriegen ja Zweierzellen plus halt ihr Klo. Vielleicht auch die Dusche. Vielleicht mache ich auch die Duschen komplett rein in ihre Zellen. Dann können sie in ihrer fucking Zelle duschen, ist mir scheißegal. Ich muss ja gucken, dass ich warm Wasser dann überall anschließe. Aber das ist doch jetzt Kacke. Das geht doch wieder nicht auf. Doch extra deswegen hier den Dreiergang gelassen. Ja gut, dann lassen wir hier halt auch einen Dreiergang. Scheiß doch drauf. Dann gibt es zwei Dreiergänge. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Wichtigste schon mal, ne? Also, das wird alles sozusagen... Ah, warte mal, ich kann theoretisch durch das hier... da müsste es hier so sein. Und das müsste ein Bereich sein. Und der ist wie breit? 22. Das heißt, jeder Bereich wird 22 breit. Ganz einfach, ich weiß mir zu helfen. So, 22. Geht das auf? Oder habe ich jetzt einen Fehler drin? What? So. Ja. Ich habe den Fehler gefunden, meine Freunde. Und zwar ist das hier 22. Das habe ich aber nur mit 21 abgemessen. Keine Ahnung wieso, aber es ist einfach so. Das nächste dann auch mit 21. Und das nächste müsste dann auch 21, aber es hat 22. What the hell? Das Ding ist ja, es geht alles auf, aber beim anderen geht auch alles auf. Ich bin gerade verwirrt. Egal, dann sind die Küchen und Dinger größer als die Höfe. Das passt ja eigentlich. Ja, weil da kommt ja dann die Küche rein. Da habe ich dann die Abmessung genommen von hier, von der Küche dann wieder. Und ich sage, 11. Ja, 11. Also beziehungsweise brauche ich hier wie lang? 13. Das habe ich dann einfach hier angewendet. Habe gesagt, 13. Ja, das kenne ich. Ja, da, hier, guck, da, 13. So, das sind einfach nur die Wände. So, das heißt, das ist die Küche. Und das ziehen wir einfach so durch. Und das ist die Küche. Denn das, obwohl, na, das kann bleiben. Aber das Ganze kommt weg. Da kommen nämlich Zellen rein. Das heißt, das ist eine Küche, das ist eine Küche, das ist eine Kantine, das ist eine Kantine. Das ist ein Hof, das ist ein Hof. Fertig. Da haben wir alles in Höfen. So, dann haben wir überall auch Zweiergänge. Alles geht auf. Ich bin gerade echt... ein wenig verwirrt, wieso das nicht gleich alles aufgegangen ist. Ja,
da die Zellen, dann hätten wir erstmal alle Zellen so grob. Ne? Ich muss jetzt nur noch die Linien ziehen, einfarben, das kann ich auch später machen. Oder, ja gut, komm, machen wir. So, dann hätten wir die Zellen, das passt auch, dann machen wir natürlich auch noch Zugänge zu den Höfen jeweils, ne, die können natürlich von überall in die Höfe rein, ne, auch von hier natürlich Zugänge zum Hof, von der Kantine in den Hof, beziehungsweise von Hof in die Kantine, hier trenne ich beide Höfe, das liegt einfach daran, dass ich nicht will, dass zu viele auf einem Fleck sind, das heißt, es gibt doch zwei Höfe, für dieselben Gefangenen, ne, für normale Sicherheit, aber einfach nur getrennt, damit die nicht Dummheiten anstellen. Ganz einfach. Sollen halt nichts Blödes anstellen und deswegen, ja. Gibt es das? Da hätten wir die Zellen. So, die Zellen sind schon mal gemacht. Ob sie jetzt Duschen reinbekommen, weiß ich noch nicht genau. Schauen wir mal. Ja, dann hätten wir das auf jeden Fall mal alles unten geplant. Die ganzen Bewährungsräume, Besucherraum, dies, das, jenes, Krankenzimmer. Das sollte auf jeden Fall passen. Jetzt müsste ich eigentlich die Werkstatt bauen. Die Werkstatt wollte ich hier bauen, dass die zwei, also halt, die kommen hier rüber und können dann da rein. Oder irgendwie halt, auf jeden Fall, können, ja, schauen wir mal. Ich lasse die da rein, denke ich mal, dass sie da reinkommen können. Dann machen wir hier so einen Zugang, einfach. Hey, kommt da rein, ey. Kommt da rein, habt da Spaß, ne? Würde ich sagen, machen wir hier unten auch noch einen Zugang. Ich weiß jetzt nicht, wie groß ich das geplant habe. Ich habe die Abmessung nicht im Kopf. Deswegen müsst ihr mich auch nochmal einen Augenblick entschuldigen. So, ich habe gerade nochmal geguckt. Und das waren dann tatsächlich 22. Hier. Hin. Dann 12, das ist der nächste Raum. Und dann 2x8. So, das sind meine Abmessungen. So, das heißt also, hier kommt der Werkraum rein. Das reicht dann auch für 20 Leute. Habe ich tatsächlich geguckt, dass das ungefähr reicht für 20 Leute, dass 20 Leute Platz haben. Und in denen jeweils auch, das wird dann die Wäsche. Die da reichen, kommen auch 20 Arbeitsplätze rein und die Putzkammern sind auch zwei Putzkammern, jeweils 20 Personen. Das können wir auch auf die andere Seite nochmal machen. Ich könnte ja theoretisch nochmal eine Werkstatt reinbauen. Ich brauche keine Putzkammer mehr, aber die Wäscherei könnte ich ja trotzdem nochmal auf die andere Seite machen, damit auch wirklich genügend Leute da sind, die die Wäsche waschen. Und dann machen wir auch einfach nochmal eine Werkstatt, weil wieso nicht, ne? Bauen sie halt mehr als Zeug. Sind ja sowieso genügend Leute hier, die arbeiten können. Weil guckt euch mal den Bereich an. Der ist einfach fucking riesig hier. Schaut euch an dieses riesige Monstrum. Meine Güte, ich bin selber davon überwältigt. Okay, passt auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall überall Zugänge, die kommen noch nicht hier rein. Ich weiß noch nicht, was ich da werde ich wahrscheinlich eine normale Mauer, also einen Zaun setzen. Vielleicht Perimeter Wall, also hier diese, weiß ich, was ist die deutsche Übersetzung dazu, keine Ahnung. Man weiß es nicht. So, dann haben wir hier einen Zugang. So, Wäscherei machen wir auch, haben wir gesagt. Also 12. Dann haben wir auf beiden Seiten eine Wäscherei. Das sollte auch passen. Und dann in diese 8, beziehungsweise und nochmaligen 8. Vielleicht eine Bücherei? Ich habe ja noch niemanden, der den, oder haben sie das schon mittlerweile gemacht? Nee, die Allgemeinbildung wurde noch nicht abgeschlossen. Ich weiß auch nicht, wieso. Eigentlich habe ich eine Allgemeinbildung im Plan drin. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. So. Was fehlt denn noch? Also Post theoretisch noch. Laden. Der Gemeinschaftsraum. Und das war's eigentlich. Post, Laden, Gemeinschaftsraum. Und einen Unterrichtsraum. Ich bin gerade ein bisschen müde, tut mir leid, dass ich öfter mal gehe, ne? Den Gemeinschaftsraum können wir eigentlich hier oben reinsetzen und hier auch nochmal ein. Aber auch zwei Gemeinschaftsräume, da können sie sich dann jeweils verteilen. Verteilen! Und dann machen wir einfach einen Unterrichtsraum großen. Post und Laden, alter Schwede, ich habe da viel zu viel Platz hier oben. Ich weiß noch nicht, wie wir den nutzen werden. Schauen wir mal. Ja, Post kann ich ja ziemlich zentral machen, dass dann von hier rausgehen und dann und loslaufen. Theoretisch wäre es auch klüger gewesen, wenn wir die Post hier unten irgendwo hätten. Aber ich wollte die Werkstatt nicht so weit weg davon haben. Wir können theoretisch die Wäsche da nach oben packen. Ja, mach ich. Die Wäsche hat ja 12. Oh lol, genau 12. Dann geht das nicht. Dann müsste ich die Wäsche einen größer machen. Weil sonst müsste ich die Wand so ziehen und dann kommt man ja nicht rein. Ja, kann ich keinen Zugang machen. Ich müsste ja die Wand dann so ziehen. Ich glaube, ich mache die Pause trotzdem von der Seite. Das heißt, hier wird kein Gemeinschaftsraum sein. Ich weiß nicht, ob ich die Post so groß mache. Ha, ich glaube, das ist erstmal ein guter Anfang. Dann brauche ich natürlich auch nochmal Stromversorgung. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, wo ich die reinpacke. Also bräuchte ich ja auch theoretisch einen 5x5 Raum. Ist das nicht so? War es nicht 5x5? Ich vergesse es immer wieder. Ja, 5x5. 5x5 Raum, damit ich die Kondensatoren drumherum nochmal stellen kann. Das heißt, theoretisch bräuchte ich so einen Raum und dann hier, ja. Ich bräuchte wahrscheinlich 3 Kondensatoren. Ich könnte ja auch alle theoretisch hier oben irgendwo reinstellen. Ich muss nur gucken, dass ich genug Platz dazwischen lasse, dass ich die Leitung ziehen kann aneinander vorbei. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn ich da einen hinsetze, und dann irgendwie, keine Ahnung, Platz lasse dazwischen, dass die Kondensatoren sich auch nicht berühren. Ja, auf jeden Fall, ja, ich weiß noch nicht. Muss ich auch nochmal austüfteln. Vielleicht auch hier unten irgendwo hin. Vielleicht machen wir hier so einen Bewährungsraum. Einfach zu so einem Kondensatorraum. Das wäre eine gute Idee. Ja. Ich glaube, das mache ich sogar. Tatsächlich. Dann brauchen wir nur noch 2 weitere, weil ich glaube... Also man sieht es ja. Wenn ich jetzt hier auf Versorgung klicke, sind ja die Stromleitungen hier grün, gelb... Sogar 4 verschiedene Sachen, die hier das Ganze betreiben. Also 4 Stromquellen. Ja. Da wischt er Bescheid. Ne, braucht man doch mehr Strom, als man gedacht hat. Wird auf jeden Fall ein Riesenunterfangen werden. Erstmal da den Strom reinzukriegen. Ja. So, ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht weiß, wo ich den Strom jetzt hinpacken soll. Am besten. Also er sollte natürlich verteilt sein. Am besten irgendwie in jede Ecke einer Stromsache. Wisst ihr was? Ich mache tatsächlich hier oben in der Ecke was rein. Dann ist es halt so eine krüppelige Post oder was auch immer da reinkommt. Ich weiß es ja auch nicht. Also in diesem Gemeinschaftsraum sollte er reinkommen. Dann sagen wir einfach, hey, mein Freund. Ich ziehe einfach hier, ich brauche 5 Platz. Ich ziehe hier meine Wände, so 6 und dann habe ich 5. Habe ich hier 5 und hier 5 und kann Kondensator und hier und drumherum. Das passt auf jeden Fall. Dann können wir dasselbe nochmal hier oben machen. So. So, dann haben wir hier auch wieder 5x5. Das passt auch. Und dann hier, ja, keine Ahnung.
wir erstmal den Gang durch. Und dann machen wir einfach hier. So. Okay, sonst zu weit. Sorry. Hä? Was? Dann machen wir einfach hier Nummer 2 hin. Ich weiß nicht, ob das dann die Lösung ist. Im Sinn von, ey, ist das die Lösung? Ich weiß nicht, was ich sagen, blablabla. Ob das dann reicht. Aber sollte eigentlich theoretisch reichen. Pumpe ist ja egal. Pumpe kann ich von hier nehmen. Scheiß drauf. Ich könnte auch nochmal eine Pumpe nehmen. Ich könnte eine Sicherheitspumpe machen. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich sogar tatsächlich. Machst du eine kleine Sicherheitspumpe? Ich weiß nicht, zwei Pumpen behindern sich nicht, oder? Weil Stromkreise dürfen sich ja natürlich nicht kreuzen, ne? Ist nicht gut, geben einen Kurzschluss, nicht so gut. Aber wenn ich so ein Pumpwerk theoretisch nochmal hier reinsetze, okay, das habe ich zu groß geplant. Das würde ja theoretisch gehen. Dann hätte ich, falls die eine Pumpe mal ausfällt, was ja durchaus sein kann, weil sie keinen Strom bekommen, weil irgendwie der Stromkreis unterbrochen ist, habe ich hier noch eine zweite Pumpe, die dann hier Wasser überall hinpumpt. Ich verbinde natürlich beides miteinander. Ja, kann man eigentlich machen. Weil Wasser ist ja egal. Bei Wasser ist die Entfernung tatsächlich egal, bei der Pumpe zumindest. Beim Strom ist es ja so, ich kann nicht doppelte Reihen Kondensatoren drumherum setzen, was irgendwie dumm ist. Also ich kann nicht um den Stromgenerator irgendwie Kondensatoren zweimal setzen. Ich kann nur einmal drumherum setzen. Um das Elektrizitätswerk. Ja. Geht halt einfach nicht. So. Ich sehe schon, ja, ich nehme schon sehr lange auf. Ich glaube, das reicht dann erstmal für die heutige Folge. Heute war es tatsächlich nur Planung. Ja. Ich habe ja gesagt, heute kommt die Planung. Ne? Ich wollte endlich vorankommen. 1000 Gefangene. Das Ziel sind 1000 Gefangene. So, ganz einfach. Ja. Mal schauen, vielleicht setze ich auch nochmal irgendwo eine Bücherei rein. Weil anscheinend braucht man eine Bücherei, damit die überhaupt eine Allgemeinbildung machen wollen, weil die sonst sagen, ich habe keine Arbeitsstelle, ich habe nicht Allgemeinbildung. Irgendwie so. Weil ich habe ja eigentlich einen Kurs Allgemeinbildung eingesetzt. Und ich habe auch einen Tipp bekommen wegen den Kameras. Die Kameras scheinen anscheinend tatsächlich, also die scheinen, nicht es scheint so, sondern sie scheinen durch die, also sie können durch die Wände gucken. So, ganz einfach. Was laber ich da denn für Zeug? Meine Güte. So, die können also tatsächlich durch Wände gucken, also es ist egal, ich muss die im Nachhinein nicht bauen, also ich könnte theoretisch hier eine hinsetzen und dann die ganzen Zellen überwachen, aber das machen wir nicht, ne, weil will ich halt einfach nicht. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von dem Konzept haltet, was ich jetzt bis jetzt geplant habe. Ich finde es jetzt nicht so schlecht, ne, ist ja nur meine Meinung. Also ich bin damit zufrieden, es ähnelt halt doch sehr dem anderen. Naja, ansonsten wie immer hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Ja, und falls ihr das getan habt, dann lasst mir auch ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Euer Schwarzmann.